Jung, frech und erfolgreich. Drei Jungs und die Sängerin Stefanie aus Bautzen spielen und singen sich im Moment in die Herzen von ganz, ganz vielen neuen Fans. Die Gruppe Silbermond hat es in nur wenigen Wochen bis auf Platz 4 der deutschen Charts geschafft. Doch nicht nur auf CD ist ihre Musik super erfolgreich. Auch live muss sich Silbermond nicht verstecken. Derzeit touren sie durch Deutschland und auf der Bühne darf ihr aktueller Hit natürlich auch nicht fehlen. Mit Silbermond. Keine Frage, das Ganze rockt gewaltig. Stefanie, Thomas, Johannes und Andreas haben das geschafft, wovon so viele Nachwuchsbands nur träumen. Ein eigener Plattenvertrag, Erfolge in den Hitparaden und stets ausverkaufte Konzerte. Ein Wahnsinnserfolg für die 19- und 20-Jährigen, einer, für den sie hart gearbeitet haben. Der Lohn, die aktuelle Single Durch die Nacht, schießt bis auf Platz 4 in den Charts. Ist jetzt alles anders? Wir sind noch genau die gleichen vier Leute, die vor 6 Jahren angefangen haben. Nur, dass wir jetzt, glaube ich, mehr auf Autobahn unterwegs sind. Also ich glaube, das ist auch unsere, ist auch so eine, eine kleine Stärke, sage ich mal, dass du nicht, dass der Erfolg in Anführungszeichen nicht von heute auf morgen kommt. Weil ich glaube, das kann man ganz schwer verkraften. Ja. Und irgendwie gelingt Silbermond, das Kunststück nicht abzuheben. Sie fühlen sich noch als die vier aus Bautzen und eben nicht als Stars. Für Allüren ist da kein Platz, vor allem auch, weil sie eines antreibt, gemeinsam Musik machen. Das hat sich in den Jahren nicht verändert, auch wenn alles mal ein bisschen kleiner angefangen hat. Das war auch so ein kleines Plakat von uns. Wir haben unsere Plakate immer selber gemacht. Ja, da sind wir zu viert gewesen, hatten die glorreiche Idee, uns Just zu nennen, allerdings mit A geschrieben, Johannes, Andreas, Stefanie, Thomas, und hat leider keiner gecheckt. Als Just kam vor gut 3 Jahren die erste Single auf den Markt, damals noch in Englisch und mit bescheidenem Erfolg. Die Träume aber waren schon riesengroß. Auf großen Bühnen vor einer großen Menge, also vor ganz vielen Leuten, die halt vielleicht auch die eigenen Songs mitsingen oder so, denke ich mal. Heute sind die Haare länger, die vier ein bisschen älter und aus einer Schülerband wurden Profis. Der Anspruch aber ist geblieben. Die vier wollen in ihre Musik das packen, was sie bewegt. Die Entscheidung, Deutsch zu singen, ist da nur konsequent. Da gab es ein Schlüsselerlebnis, weil Andreas auch immer was machen wollte. Also so Songwriting-mäßig hat er halt irgendwann mal einen deutschen Text mitgebracht, weil er... Ich glaube, der schlechteste Englisch-Speaker ist von uns. Ich war mal gut in der Schule. In der 5. Klasse ja. Vielleicht. Aber jedenfalls kam man da mit einem deutschen Text an. Wir haben den vertont und haben dann gemerkt, dass das unser Ding ist. Und ein Ding, das ankommt, aber auch harte Arbeit bedeutet. Heute Hamburg, morgen München, übermorgen Leipzig. 200 Konzerte werden es am Ende des Jahres sein. Immer wieder proben, immer wieder voll da sein. Ein Kraftakt, der gelingt. Bei jedem Soundcheck gibt die Band alles. Das kann man sehen. Hören kann man den Spaß an ihrer eigenen Musik. Tja, und im Oktober können Sie sich Silbermond live angucken. In Leipzig im Nachtcafé und in Chemnitz im Südbahnhof. Und Sie können jetzt Freikarten gewinnen. Einfach anrufen 0185 15 15 3.